Nach einem Schichtwechsel ist Stefan Sindera heute mit Ilka Fischer auf Streife. Ein Überfall auf eine junge Frau am helllichten Tag wird zur großen Herausforderung. Sindera, mein Name. Hallo. Kollegin Fischer. Alles okay bei Ihnen? Ja. Brauchen Sie einen RTW? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Meine Schwester hat mich angerufen. Sie ist überfallen worden, hat mir gesagt, sie wurde verfolgt von jemandem. Und ich habe genau gehört, wie er sie zu Boden gerissen hat. Und das Handy lag dann irgendwo. Oder? Genau, wir wohnen hier in der übernächsten Straße. Deswegen konnte ich schnell da sein. Und ich bin mit meinem Freund gekommen und wir haben eben noch jemanden wegrennen gesehen. Ein großer Typ mit schwarzer Lederjacke. Und dann habe ich sie sofort verständigt. Kennen Sie den? Nein, ich habe den noch nie gesehen. Ich schreib mir das immer. Pass mal auf. Ich schreibe mir jetzt mal ein paar Daten auf. Alles, was Sie gesehen haben, versuchen Sie mir das so gut wie möglich zu beschreiben, weil dann gebe ich eine Fahndung raus und vielleicht kriegen wir den ja dann noch irgendwie. Personenbeschreibung. Lederjacke hat er angehabt. Großer Typ, dunkle Hose, Lederjacke und ist sofort blaue Augen, blond. Er war nicht maskiert? Nein. Sie haben, was haben Sie wollten? Ich habe ein Foto gemacht. Sie haben ein Foto gemacht? Ja, aber Sie kennen den nicht? Nein, ich hatte Angst und ich hatte ein komisches Gefühl. Ich bin von einer Geburtstagsfeier gekommen. Ja, dann zeigen Sie mal das Foto. Der hat mich gerufen. Und das gibt's dann am helligsten Tag. Okay. Und dann habe ich ein Foto gemacht, weil ich kann man aber eigentlich ganz gut erkennen. Guck mal. Zeig mal bitte. Guck mal. Ah, super. Okay. Während Stefan Sindera die Fahndung herausgibt, hat sich der Freund des Opfers an die Fersen des Täters geheftet. So, und Sie also sagten jetzt... Ich habe nichts gemerkt. Darf ich Ihnen... Okay, bleiben darf Sie kurz ich Ihnen hier. Wiedergeben? Bleiben Sie kurz hier. Achte auf Eigensicherung. Alles okay bei Ihnen? Alles okay bei Ihnen? Können Sie aufstehen? Ja. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Das Schwein ist da hinten weg. Wer ist denn weg? Ja, dieser Typ. Wer sind Sie denn? Leon. Sie sind der Freund von... Von der Tina. Okay. Leon Zimmermann. Okay, das ist Ihr Freund. Das ist okay, ja. Ich hab dem Schwein irgendwas in... Ich hab die Tasche entrissen da. Schau mal, das ist die Tasche vielleicht von dem Täter. Ich hab versucht, ihn zu stellen, aber der ist weg. Okay. Können Sie stehen? Brauchen Sie einen Arzt? Nein, alles gut. Alles gut bei Ihnen? Dass dieses Schwein da irgendwie gefasst wird. Okay. Guck mal. Ja, alles gut. Warte, ich geb dir Handschuhe. Hab ich. Ja? Aber das ist jetzt die Tasche von... Das ist die Tasche vom weggerannten Täter. Und das ist der Partner, der Freund von der Schwester. Der hat jetzt ja eigenwillig die Verfolgung aufgenommen, ja, oder richtig, was? Ja, richtig. Wenn wir hier natürlich Personalien finden, das wäre natürlich ein Schatz, ja, klar, ne? Ja, klar. Die genaue Durchsuchung der Sporttasche liefert leider keinen entscheidenden Hinweis auf die Identität des Flüchtigen. Stefan Sindera hat einen Verdacht, dem er umgehend nachgeht. Hast du jetzt gerade schon rausbekommen, was das Motiv war? Soweit sind wir noch. Sie hat zwar einen Ohrring jetzt weg, aber sie meint, dass der vielleicht beim Gerangel irgendwie verhakt war. Also hat ihn wohl nicht aktiv mitgenommen oder rausgerissen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn keine Wertsachen weg sind, ne, dass dann ein persönliches Motiv ist. Ne? Ja, vermutlich. Und hatten Sie das Gefühl, dass er sie sexuell angehen wollte? Ich weiß nicht, vielleicht. Er hat mich angesprochen, aber ich habe das ignoriert und bin weitergegangen. Aber wie hat er Sie denn angesprochen? Er hat einfach hey gerufen, immer wieder hey. Und ich wollte darauf gar nicht reagieren, deswegen bin ich einfach weiter. Hat er dich angefasst? Hat er sie dann versucht, irgendwie wegzuzerren ins Gebüsch oder so? Naja, da drüben hat er mich halt umgeworfen. Er ist hinter mir hergerannt. Ich bin weggerannt, als ich mit ihr telefoniert habe. Wir wohnen hier drüben und das war nicht mehr weit. Und dann hat er sich selber auch entblößt oder hat er versucht, seine Hose aufzumachen? Das sind jetzt unangenehme Fragen. Nee, das sind jetzt unangenehme Fragen, aber damit wir halt wegen dem Motiv dahinter kommen. Ja, klar. Es ging so schnell. Ich weiß nicht genau. Ich keine Ahnung. Okay. Wollen wir dann einmal der K-Wache Bescheid geben? Können Sie auf Ihre Schwester ein bisschen Acht geben? Ja. Sie wohnen hier vorne. Sie gehen nach Hause. Gehen genau. Ich werde zur Sicherheit mit ihr noch ins Krankenhaus fahren, einfach zu gucken, was mit deinem Ohr ist und dann. Okay, und bei Ihnen auch? Okay. Ja, jetzt haben Sie dann direkt gleich ein Krankenlager. Ne? Müssen sich um zwei kümmern. Ja, ich packe sie beide dann ein. Stefan Sindera und Ilka Fischer beginnen mit der Nahbereichsfahndung. Doch auch Stunden später fehlt jede Spur von dem Gesuchten. Plötzlich geht ein Notruf ein, der für Irritation sorgt. Wir haben einen Notruf gekriegt von der Frau Kemper.
die ist aus dem, heute, aus dem Einsatz von heute Morgen. Die hat wohl den Täter gefunden in dem Restaurant. Die Frau Kemper erwartet euch vor Ort. Dass die beiden Frauen den Flüchtigen ausfindig gemacht haben, kann kein Zufall sein. Was die Beamten nicht ahnen, einer der Beteiligten ist bewaffnet. Ziemlich laut. Hände hoch! Hände hinter den Kopf! Hast du ihn? Hände hinter den Kopf. So, auf die Knie! Auf die Knie! Ist ja gut, die wollen mich hier ausrauben! Andere Hand auf den Rücken! Andere Hand auf den Rücken! Andere Hand auf den Rücken! Ja, ist ja gut! Die wollen mich hier überfallen und ausrauben, ich muss mich doch schützen! So. Komm, jetzt können Sie ich habe hier keinen Schwerverbrecher am Arbeiten. Ihr seid hier einfach reingestürmt. So, wir, hallo, so, Kollege, jetzt hörst du mal ganz langsam zu. Wir nehmen Sie jetzt nach oben, ja? Ja. Dann beantworten Sie mal unsere Fragen, okay? Ja. Der Bewaffnete ist jedoch nicht der mutmaßliche Täter. Laut seinen Angaben wollte er sich nur verteidigen. Sie sind überfallen worden? Ja, wir sind hier einfach eingedrungen, haben hier rumgebrüllt und Theater gemacht und was. Was weiß ich, bin schon so oft überfallen worden und da habe ich natürlich meine Waffe geholt. Echte oder Anscheinswaffe? Ja. Missverständnis. Das ist mein Wasserwaffenschein liegt da hinter der Theke. Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns alles an. So, hast du jetzt schon irgendwie, ich habe jetzt nicht verstanden. Er hat jetzt nur gemeint, er ist schon öfter überfallen worden und die Mädchen wollten hier den Laden überfallen. Ja, die sind hier eingestürmt, haben rumgebrüllt und wollten dann hier zu meinem Angestellten da irgendwie und was weiß ich. Ich bring ihn eben raus. Dann können wir hier raus und können eben gleich hier gucken. So, Sie begleiten uns. Sie sitzen jetzt erstmal im Streifenwagen, bis wir hier die Situation geklärt haben. So funktioniert das nicht. Pass auf, dass Sie die doch noch mitnehmen. Ja, ja, ist klar. Die Schwestern haben das Foto des mutmaßlichen Täters in sozialen Netzwerken gepostet und so seinen Namen und die Arbeitsstelle ermittelt. Und zwar Nick Sommer soll hier arbeiten. Aber der sah jetzt nicht so aus wie der Mann auf dem Handy, ne? Nein, das ist er nicht. Er fühlte sich ja offenbar nach seinen Aussagen von Ihnen bedroht und hat eine Waffe gezogen. Das war ein Missverständnis. So. Wir wollten zu Nick. Okay. Hey! Hey! Was ist denn jetzt schon wieder los? Was soll das? Hey! Hey! Ich hab einen Joint in der Hand. Stehen bleiben. Natürlich, so. Doch nicht nur die Identifizierung des Opfers zeigt den Beamten, dass ihnen der Richtige ins Netz gegangen ist. Stefan Sendera sichert ein eindeutiges Indiz. Strafverfolgungsbehörden arbeiten so, einen Täter zu überführen mit Indizien und Beweisen. Wir haben da Personalbeweise, wir haben Sachbeweise. Personalbeweise, wenn wir halt die Aussagen von Zeugen haben etc. Sachbeweise, das sind halt dann, wie in diesem Fall hier in Ohrring, der hier an seinem Kellnerportemonnaie drangehaftet war, weil das genau der fehlende Ohrring, der dem Mädchen heute Morgen ausgerissen wurde. Amal, was ist denn mit dir? Warum sitzt du denn jetzt hier drin? Ja. Warum muss er mit? Sie müssen sich doch kennen, Sie arbeiten doch hier. Ja. Hallo? Ja. Warum haben Sie ihn mitgenommen? Warum nehmen Sie mich mit? Sie kommen jetzt erstmal wieder raus. So, Sie haben einen Waffenschein, haben Sie gesagt. Ja. Den möchte ich jetzt gleich erstmal sehen. Aber solange bleiben Sie in Handschellen. Jetzt sehen wir erstmal den anderen Herrn hier. Was? So, reinsetzen, hinten in die Ecke. Die Polizeioberkommissare empfinden die bewaffnete Verteidigung des Restaurantchefs als übertrieben. Sie vermuten, dass etwas anderes dahinter steckt. Sagen Sie mir bitte, wodurch haben Sie sich denn durch die Frauen bedroht gefühlt? Die sind hier reingestürmt gekommen, haben rumgeschrien und wollten zu einem Angestellten mit den Damen und haben sich nicht abweisen lassen. Ich habe sie mehrfach aufgefordert, den Laden zu verlassen und dann habe ich die Waffe, um dem Nachdruck zu verleihen, natürlich meine Waffe geholt. Ich bin schon öfters überfallen worden, da sind die genauso reingestürmt. Ja, die zwei Damen sind ja jetzt generell erstmal keine gefährlichen... Ja, wer weiß denn nicht, ob die Kampfsport können oder auch ein Messer in der Tasche haben oder Naja, sie sehen jetzt nicht aus, als wären sie so ein Leichtgewicht und man würde sie so aus der Bahn kicken. Ja, wissen Sie nicht. Nee, das weiß ich nicht, also. Aber trotz alledem, was Sie da gerade gemacht haben, ist auch nicht in Ordnung. Das wissen Sie auch. Wenn Sie eine Waffenbesitzkarte haben, sind Sie auch mit dem Umgang mit Waffen vertraut. Ja. Sie wissen, wo Sie die zu führen haben, in öffentlichem Raum schon mal nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Gaststättenverband da einverstanden ist. Und ob das nicht Konsequenzen in dieser Richtung haben wird. Ja, wenn ich die Waffe zu Hause habe, kann ich meine Gaststätte nicht schützen, wenn ich überfallen werde, oder? Das ist mir schon klar, aber so funktioniert das auch nicht. Ja. So. Grundsätzlich sind die beiden Damen Kemper, beziehungsweise vor allem das Opfer, die junge Frau Kemper,
hier Opfer geworden. Trotz alledem haben sich beide am eigenen Bild zu schaffen gemacht. Sie haben das Bild hochgeladen. Das gibt eine Persönlichkeitsverletzung. Das kann natürlich auch denunzieren und beleidigend sein. Der Herr König hier als Gastwirt, womöglich wird da der Waffenschein eingezogen. Das muss man prüfen. Letztendlich ist aber der Herr Sommer hier derjenige, der einen Raub, zumindest eine gefährliche Körperverletzung und womöglich versuchte Vergewaltigung hier hingelegt hat. Und ja, hier noch die Flucht vor der Polizei. Alles wird zusammen in einem Sachverhalt geschrieben.